Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen ein Leben. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Wir sind hier bei der Hauptquest und müssen da die Talmor infiltrieren. Dazu brauchen wir jetzt neue Gewänder. Wir haben nichts dabei außer Rüstung. Oh, das ist das. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Wir haben jetzt hier draußen gewartet, ein wenig nur getrunken, hier beim zwinkernden Skiver. Wir müssen dem Kontaktmann unsere Rüstung übergeben. Und jetzt warten wir noch eine. Es ist 7:42 Uhr. Machen wir gleich 2 Stunden raus. Dann haben wir 9:42 Uhr und dann hat der Laden sicher offen. Gegenüber, nämlich vom zwinkernden Skiver, gibt es den Laden, der da heißt Glänzende Gewänder, wie auch praktisch gleich angeordnet. Und da hauen wir uns ein Ballkleid rein, damit wir auch was zugleich haben. Und dann Waffen und Rüstung unserem Kontaktmann übergeben. Irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl. Hallo, wollt ihr etwas kaufen? Wenn ihr nach dem Preis fragen müsst, seid ihr vielleicht im falschen Laden. Okay, ja, solche kenne ich auch schon. Auf geht's. Ach, was für eine Freude. Noch ein reizender Kunde. Okay, da schaust du, ja, alles klar. Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich sein zu können. Das macht gar keine Umstände, wirklich. Macht ihr auf diese Art viele Geschäfte? Glänzende Gewänder hat die beste Kleidung in ganz Himmelsrand. Darum kommen die Kunden zu uns. Henry, ja, schlechter Tag. Ja, wenn meine Kunden meine Zeit mit Schwatzen vergeuden und nichts kaufen wollen. Hochmut kommt vor dem Fall, Endari. Ja, wir kommen da auf dich zurück. Stiefelhosen, Abendroben, im Grunde Kleidung für jede Gelegenheit. Ja, dann lass mal gucken, ja? Bekleidung, schauen wir nach. Gibt's nichts? Oh doch, geht alles, ja. Schauen wir rein. Das ist nichts, das ist ja Blödsinn. Amulett haben wir ja genug, das lassen wir an. Wir brauchen nur eine Abendrobe. Das Zeug, ja. Also wenn ihr mal einkaufen wollt und was sucht, ne, mit Verzauberungen, da gibt's so einiges. Feine glänzende Gewänder, das sieht man hier auf den ersten Blick nicht, wie das da ausschauen soll. Feine Kleidung, das schaut alles gleich aus. Verflix nochmal. Feine Stiefel, feiner Hut, pipapo. Ich glaube, wir müssen da einfach nur mal zuschlagen. Hammerfellgewand brauchen wir, Handschuhe, Hut, Kapuze, Kleidung. Na, wir müssen da Ringe, Illusionszauber und so, ja. Gibt's coole, ja? Schmied, schäbig, Stiefel. Na, wir waren am Anfang schon voll dabei, gell? So. Prächtige Gewänder, oder wie waren das da? Feine Kleidung, genau. Diadem haben wir. Bergmann, Amulett und so, das brauchen wir alles nicht. Glänzende Gewänder, ja? Feine, glänzende Gewänder, das werden wir kaufen. Und feine Kleidung, Stiefel brauchen wir. Feine Stiefel, feine glänzende, feine Stiefel. Schaut euch das an, das kann ja nicht sein. Das sind ja keine feinen Stiefel. Verflixt. Die kann man schon besser, ja? Ja, nehmen wir feine Stiefel dazu. Und nehmen wir die auch noch. Schauen wir uns das einmal an. Einen feinen Hut, ja? Dazu. Goldener Smaragdring. Wir haben einen Ring schon. Ja, den lassen wir. Und gibt's keine feinen Handschuhe? Ne. Ah, ich mache hier kurz einen Schnitt, Leute. Ich muss mir das unbedingt anschauen. Ja, ich habe nicht mehr gefunden als das, die feine Kleidung und die feine glitzernde Kleidung und das, ja. War's dann auch schon. So. Endlich. Ja, wie gesagt, ich komme nochmal auf dich zurück. Jetzt, wo ist da die Umkleide? Gibt's da eine Umkleide? Gibt's natürlich nicht. Dann machen wir das gleich mal flug so, da hinten in der Ecke. Da schaut uns keiner zu. Diese Schweineln öffnen Tür, was ist denn da? Da ist eine Umkleide. Ah, das ist
Egal, ja. Wir da in der Ecke ziehen wir uns um. Na, lauf mit da rein. Ja, ist ja klar. Der Großvater darf jetzt zuschauen. Gut, rein, Objekte und dann gleich einmal umgezogen. Schauen wir. Bekleidung. Was haben wir? Feine, glänzende Gewänder und die feinen Stiefel. Okay. Naja, komm her mal. Ah, das geht doch gar nicht. Oh. Ja. Rosita. Was soll ich da jetzt sagen? Ja, wir lassen es dabei. Und ja. Haha, verflixt. Mensch, Mädel, du schaust aus. Ich glaub's ja nicht. Aber soll so sein, egal. Raus da. Ne? Gehen wir rüber. Und da war ja kein männlich oder weiblich bei den Kleidungsstücken, oder? Das gilt ja für beide. Ja, es ist wenigstens ein feines. Du hast schon bekommen heute dein Gold. Ein glänzendes, feines Gewand. Okay, wenn es so sein soll, dann ist es eben so. Und jetzt übergeben wir unsere Waffen und Rüstungen. Na komm, Schatz. So, wo ist denn unser... Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Ja, okay. Daher. Seid komm. Ihr endlich soweit? Ich muss zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Malbon? Vergesst nicht, ihr werdet nur das haben, was ich für euch hineinschmuggle. Ja, ich hoffe, die nehmen mir nicht das Zeug ab, das ich habe. Ich habe da noch einen Ring und ein Amulett und ein Diadem. Ich brauche, ich bin bereit. Hier ist alles, was ich brauche. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier, keine Sorge. Wir dürfen das alles nicht mitnehmen. Okay. Geben. Bekleidung, okay. Okay. Oh weh, mir tut das Herz weh. Die Kette können wir lassen. Die Rüstung. Die feinen Stiefel, feiner Hut. Den könnten wir auch noch ansehen. Den Ring, den behalten wir. Das Diadem behalten wir und die Silberkette auch. Zaubertränke, Feuerresistenz, starke Heilung, Zutaten, Eiskästzähne, okay. Das reicht vorerst. Ich hoffe, das reicht. Also haben wir jetzt nichts Gefährliches mehr dabei. Keine Waffen, kein gar nichts. Okay. Malbon. Ja, überheb dich nicht, geh, beim Tragen meiner Rüstung. Die ist nämlich extrem schwer, du. Wo ist denn dein Rucksack überhaupt? So, schauen wir auf. Wer ist denn das? Fiarmo. Wer bist denn du? Willkommen in Einsamkeit. Die Heimat der Künste hier in Himmelsrand. Sollen wir... Ja, was wisst ihr über die Drachen? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ihre Rückkehr war für uns alle ein Schock. Giraud Germain hat ein paar Bücher über sie in der Bibliothek, wenn es euch interessiert. Ja, Bücher haben wir auch genug. War eure Akademie sehr vom Krieg betroffen? Nicht sehr, aber als Bade finde ich die ganze Angelegenheit deprimierend. In diesem Krieg gibt es keine Helden, keine Sieger und kein richtiges Ende. Wenn ihr etwas sucht, womit ein Bade arbeiten kann, dann seht euch die Drachen an. In 1000 Jahren wird Himmelsrand Dutzende verschiedener Herrscher gehabt haben, aber die Rückkehr der Drachen, so eine Geschichte ereignet sich nur einmal in einer Ära. Okay. Und da komme ich dann ins Spiel? Ja, laut Giraud, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Furtmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Nee, natürlich. Abgeschlossen, erkunde die Badenakademie, Leute, dass die Flammen hüten.
was da alles gibt. Ich war ja schon in der Badenakademie, ihr wart ja auch dabei, kurz, weil wir da was stehen haben müssen. Warum hat Elise sie das Fest verboten? Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisifs Mann vor kurzem getötet. Elisif ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Und was ist die Liederedda? Ich glaube, Giraud hier könnte euch das, so wie auch die Geschichte von König Olafs Vers, erzählen. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Okay. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Sorix Minus, ich denke, wir sprechen da einfach mit den Leuten noch, weil als nächstes, wir schauen da einmal kurz wieder mal rein in die Questliste, wie immer, trifft Delfin bei den Stellen, genau. Und dann geht es ja schon ab in das Hauptquartier, schätze ich mal. Und das hat halt eine Legende, vermischt es, gell? Ja, da gibt's dann wieder einiges. Diplomatische Immunität, sollen wir da jetzt noch weitermachen? Wir quatschen noch mit dem und dann beim nächsten Mal treffen wir uns mit Delfin, okay? Weil wir ja schon so toll angezogen sind. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Ich freue mich, dass ihr euch entschlossen habt, bei uns vorbeizuschauen. Wer hat in Einsamkeit das Sagen? Jarl Elisif, die Liebreizende. Arme Frau. Ihren Ehemann und König so zu verlieren, das war ein schwarzer Tag für uns alle. Verdammt, das erinnert mich daran, dass ich ihrem Vogt Falk Feuerbart noch etwas liefern muss. Er hat eine besondere Flasche Rum von Stross Mackay bestellt. Die Lieferung kann ich für euch übernehmen. Verflixt nochmal, mach mir doch. Das würde mir eine Menge Ärger ersparen. Hier, bringt das zum Blauen Palast. Ah, da müssen wir so und so hindern, ja? Bringt Storms Kais rum zum Falkfeuerort. Okay. Wer hat da... Und ihr wart bei der Hinrichtung... Ja, das wollte ich mir ansehen. Ich weiß nicht, ob sie das Recht hatten, ihn für das hinzurichten, was er getan hat. Aber eines sage ich euch. Es hätte keinen netteren Menschen treffen können. Das hört sich aber sehr hartherzig an. Hört zu, Rockwehr und ich sind miteinander aufgewachsen. Wir beide, noch ein paar andere und Vivien. Vivien Ohnes. Ich weiß nicht wieso, aber eines Tages erzählte ich Rockwehr, dass ich sie mochte. Das war wirklich dumm von mir. Denn von da an hat er sich andauernd über mich lustig gemacht. Von diesem Moment an hat er mich jedes Mal, wenn Vivien und ich uns irgendwie nahe kamen, unbarmherzig gedemütigt. Er schlug mich zusammen, schüttete mir Met über den Kopf, alles, womit er davonkommen konnte. Einmal schmuggelte er sogar einen Bienenkorb in mein Bett. Sicher, wir waren Kinder, aber seine Unreife oder Grausamkeit hat Rockwehr niemals abgelegt. Wenn also die Leute sagen, er sei ein ehrenhafter Nord gewesen, dummes Zeug. Okay. Gut, Leute. Wieder mal. Ich hatte sowieso nichts mehr zu sagen. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Brauchen wir es nicht. Wir gehen jetzt nochmal raus. Es scheint immer mehr zu tun. Zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Leute, wir machen hier einen Schnitt. Ihr könnt euch gerne etwas... In unruhigen Zeiten gibt es nichts Besseres als ein schönes Lied, um die Stimmung zu heben. Gewiss, was kann ich für euch tun? Dann hören wir uns gleich mal an, ne? Nämlich den Outro-Sound, gell? Das Drachenblutnacht. Ja. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende.
Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da. Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.